Hallöchen und willkommen zurück zu Darkest Dungeon. Wir machen einen mittleren Run im Wald, denn I had collected many rare and elusive volumes on ancient herbal properties and was set to enjoy several weeks immersed in comfortable study. My work was interrupted, however, by a singularly striking young woman who insisted on repeated calls to the house. Also, wenn das die hübsche junge Maid ist. There is method in the wild corruption here. It bears a form both wretched and malevolent. Na, super. Nature herself, a victim to the spreading corruption. Meine einzige Schaufel, die ich mir leisten konnte, ist hier gleich draufgegangen. Aber hey, wir haben hier gleich mal erkunden und hier ist nochmal ein... Oh, warte mal. Hier sind gleich zwei Hindernisse. Ich muss die alle mit der Hand wegschaufeln jetzt. Oh, jeez. Without tools of iron, you must rely on flesh and indefatigable purpose. Damn it! Das ist unnötig. Der ganze Stress, den hätte es nicht gebraucht. Hätte ich mehr Schaufeln mitgenommen, aber ich hatte leider kein Geld. Darkness closes in, haunting the hearts of men. Jeez. Das fängt ja alles gut an hier. Damn it. Aber haben wir 100%... Schon wieder ein fucking Hindernis. Oh nein! Ich habe mir extra Kräuter mitgenommen und ein bisschen weniger Essen, damit ich solche Kadaver säubern kann. Ey, ihr seid doch... Raffgierige! Meine Phrasen! Jeez. Oh, crap. Okay, was machen wir? Ich werde als allererstes versuchen, hier hinten zu stunnen. Wunderbar. Damit ich mit ihr heilen kann. Nice. Kritisch geheilt. Nice, nice, nice. Ein bisschen Stress weniger. Das habe ich sie gerade mit Max verwechselt. Ich dachte mir so, wieso kann ich den hier nicht anvisieren zum Wegprügeln? So ist schön, ja. Immerhin, kein Schaden aufs Maul. Noch nicht. Kommt drauf an, wie schnell jetzt alles vonstatten geht. Du machst 5 Gift. Wenn du 3 Schaden machst, reicht das. Wir riskieren's. Ah, ein Schaden zu wenig. Ein Schaden zu wenig. Schade. 5 bis 8? Ja, wir könnten ihn... Ja, komm. Wir nehmen ihn sicher raus. Und hier hinten versuchen wir dann... das irgendwie anders zu regeln. Ich weiß, das ist jetzt höchstwahrscheinlich nicht zum Betäuben. Aber immerhin ein bisschen Schaden gemacht. Uff. Mach schon mal die Leiche hier weg. Einfach, dass sie vorne ist. Komm, lass mich dran sein. Ah, Gott sei Dank. Nein! Ja! Okay, sie stirbt nächste Runde. Dann kann ich eigentlich versuchen zu krippen und stresslos zu werden. Jawohl. Oh, sie ist zu früh dran. Ah, das gefällt mir hier gar nicht, dass ich da gleich nochmal mit der Hand schaufeln darf.
9 bis 17, das heißt, die werden auf jeden Fall drauf gehen. Executed with impunity. Ich verschaffe mir ein bisschen Zeit. Oh, widersetzt der Sack. Wie viel Chance? 50. Astrei. Maintain the offensive. Okay. Dann wird jetzt vergiftet, weil die mehr Resistenz gegen Betäuben haben. Kein Schaden. Astrein. Oh, 22. Ah, die haben genau. Die haben nicht genug Schaden gefressen. Na, oh, sie weicht auch noch aus! Ey, das kannst du dir doch nicht ausmalen. Compassion is a rarity in the fever. Hab auf Crit gehofft, deswegen. Confidence surges as the enemy crumbles. Naja, ich hätte ja lieber. Ich hätte ja lieber Stress geheilt. Okay, komm schon, Lahm, Tugend. Na, unvernünftig. Reeling, gasping, taken over the edge into madness. Meine Füße stinken nach Wundbrand. Du da, komm her und riech mal. Ja, nee, ist klar. Ist klar. Alter, wir sind so gestresst und ich glaube, die runzelige Hexe wird auch heftig Stressschaden machen. Ich bin am Überlegen, ob wir hier vielleicht abhauen werden. Jo, dann piekst dich mal. Verwandeln. Kritisch geheilt. Ja, schön und gut. Jo. Ey. Sag mal. Wer hätte denn erlaubt, das hier einfach wieder aufzulösen? Master. Jeez. Okay, den da hinten kriege ich mit Gift raus. Was? Ach scheiße. Oh jeez. Ah, den könnten wir jetzt... Egal. Ja, war klar. Ah. Mein Fluch ist wie Honig für die Fliegen des Bösen. Er ist ja auch drauf. Ja, einmal angekotzt, dann passt das schön. Oh ja. Das sehen wir gerne. Aber jetzt gibt's hier Stress auf die Backe. Nicht mal. Gift gibt's. Kein Stress. Jo, gekrittet. Sticker. Ja, das kannst du ruhig so machen. Habe ich nichts gegen. The wounds of war can be healed, but never hidden. Haben wir einen Schlüssel? Haben wir. Thank you.
Ey, wenn da nochmal ein Hindernis kommt... Ich dachte gerade, ich hätte hier eins gesehen, aber das ist ein Rucksack gewesen. Zum Glück. Glittering gold, trinkets and baubles, paid for in blood. Watch your step. Oh, halt, warte, habe ich Gegengift? Ich habe Gegengift. Ja, jetzt ist das mit dem Erkunden aber nicht mehr so. Nein. Hört doch einfach mal auf, die Sachen hier anzugriffeln. Da habe ich auch ein bisschen Geld ausgegeben, um dem ein klein bisschen Einhalt zu gebieten. Eins. Hier. Ach, kann ich ja gar nicht. Okay, ich kann hier einen rausnehmen. Okay, der ist Geschichte. 4 bis 7. Oder dann machen wir einfach 0 draus. Hattest du nicht auch einen Angriff, der auf alle geht? Ah, sag mal nicht, dass du da hinten stehen bist für. Ah, das geht nur an zweiter Position. Vielleicht tausche ich die demnächst mal ein bisschen. Ja, ich glaube, das mache ich. Dann können wir am Anfang mit einem schönen Beginning-Move arbeiten. Ich glaube, ich mache die Hexe nicht. Kein Crit, schade. Ja, wobei, ich habe ja noch unsere Lagerfähigkeit. A trifling victory. But a victory nonetheless. Ein notdürftiges Grab. Ah, ich glaube, das habe ich gelesen, dass man da eine Schaufel braucht. Ja, was gab das denn, wenn man das einfach aufgebuddelt hat? Ich glaube, das gibt bestimmt Stress. Komm, das lassen wir. Ah, ich hätte zuerst hier drauf drücken sollen. Ja. Okay, wir haben die immerhin überrascht. Dann lassen wir das jetzt erstmal. Oh, ich habe dich gewechselt, ich Depp. Wie viel Schaden macht das einen? Die sind doch relativ resistent, was Gift angeht. Okay, kannst du mit irgendwas nach vorne jetzt gleich? Ich bin mir nicht sicher. Ja, eins nach vorne, passt. Bisschen Licht gemacht und ja, 6, 8, 13. Wobei der 13er, der war halt der, der sowieso nicht angreifen wird. Nice. Gut ausgewichen. Sam ist auch wieder hier am Austicken dann. Ich glaube, das mit der Tugend wird nichts mehr. Another one falls. As the fiend falls. Ja gut. So kann man auch jemanden ausschalten. Blutung wird ersetzt. Nice.
Ach, er will nicht geheilt werden. Egal. Ich hab's eh nur für den Crit gemacht. Ja, klasse. Alle sind am Arsch. Oh, wertvolle Dinge. Ja. Mhm. Unvorstellbare Reichtümer. Jo. Okay. Lass mal gucken, ob wir den Stress irgendwie in den Griff kriegen. Was? Wieso hat er gerade Stress gekriegt? Oh, jeez. Alter, nochmal Stress erhöhen, ist klar. Krankheit entfernen für sich selber. Bist du krank? Nein. Okay. Was geht mit ihm? Nochmal Stress erhöhen. Echt jetzt? Ach, tschüss. Nein, willst du nicht machen? Ey, ich kann hier so nicht weiterlaufen. Ja, ich nehme einfach mal hier ein bisschen Stress. Das ist einfach nur zum Heilen. Habe ich doch irgendwas für Stressheilung? Nee, Stressschaden, aber das ist dann relativ wurscht. Da, da, da. 5 Stress geheilt. Ja, klasse. Ich ruhe mich mal hier aus. Und ich breche das hier leider ab. Da kriegen wir nochmal Stress dazu, aber... Das sieht alles ein bisschen nicht so cool aus, ne? Er macht mehr Schaden in Ruinen. Du musst keinen Schaden machen, Mensch! Mensch! The plume. Das hier sieht alles andere als gut aus. And a curse upon us all. Ja, im Prinzip kostet uns das nur Geld hier, was wir da gerade gemacht haben. Oh ja. Ja, was machen wir denn jetzt Schönes? 1500? Soll ich hier nochmal Zeug verkaufen, oder? Das wäre für den Tank eigentlich schon nicht verkehrt. Wobei wir da auch den hier nehmen könnten. Komm, wir verkaufen das Ding. Ausweichen reduzieren muss nicht sein. Okay, wir haben genug Geld, um wenigstens irgendwo jetzt eine Expedition zu starten. Oh, jeez, das war alles andere als erfolgreich gerade, ne? Sollen wir da einfach nochmal reinspringen mit was anderem? Ich weiß nicht. Wir könnten auch... Haben wir noch was Kurzes hier oben? Naja... Naja, wir könnten hier schon... Hier haben wir noch was Kurzes. Sollen wir das noch mit reinnehmen? Ja, komm, das nehmen wir noch mit rein. Dann hätte ich gerne einen Okkultisten dabei. Ja, Bobby, bitteschön, danke. Dann als Tank... Hier als Buffer. Und zum Schaden machen? Oder sollen wir mal...
wie viel Life hast du? 33 und du 42. Dich könnten wir vielleicht auch nach vorne stellen und... dich zu einem Damage-Dealen machen. Nee, ich glaube, ich lasse das jetzt erstmal hier auf die Art und Weise. Das geht, das geht, das geht. Das hier nicht ganz. Kannst du uns buffen, wenn du vorne stehst? Nein. Du kannst überall heilen? Okay. Das geht nur von hinten. Und das geht nur von vorne. Das ist ungünstig. Das ist schlecht, dass das nur... dass sich die so auf die Art und Weise verhalten. Hast du was, wo du nach vorne kannst? Nein. Das gefällt mir nicht, dass das hier so widersetzlich ist. Das kannst du benutzen. Nee, kannst du eigentlich dann auch nicht benutzen. Wen haben wir denn zum Stunnen dann? Eigentlich nur ihn hier mit den Skills. Das heißt, er müsste fast schon nach vorne. Dann kann ich das aber auch rausnehmen. Okay, du kommst hier nach vorne. Dann nehmen wir das hier raus. Ja, das missfällt mir. Ja, wir nehmen den normalen Stecher mit rein. Oh, jeez. Das wird was. Das wird was werden. Hast du Heilfähigkeiten? Ist eigentlich gerade am Start? Warte. Hast du 1 bis 2? Ja, nehmen wir trotzdem mit. Und ich glaube, wir machen das hier. Schauen wir mal, ob das gut funktioniert. Okay, du bekommst auf jeden Fall mehr Life und mehr Abwehr. Ja, das mit dem Stress wird aber heftig. Ja, aber das ist eigentlich... das geht. Das geht, würde ich fast schon sagen. Oh ja, Schaden gegen Scheusal. Machen wir das so? Wir machen das so. Also er ist echt klasse gegen Scheusal. Er hat sogar hier Scheusal schlechter. Schnieke. Ah, das ist kurz. Dann sollten wir da eigentlich auch nicht so viel brauchen. Das konnte ich natürlich vorher nicht gucken, was wir in diesen Meereshöhlen brauchen können. Aber warte, wir waren schon mal hier und haben... mit den Korallen und Heilkräutern Ticks entfernen können. Negative, dann nehmen wir das mit. Wir können... dann nehmen wir das hier auch noch mit. Weil wir eventuell durch Heilung Bluten verursachen. Gut, wir starten so rein. Uff, das ist schon relativ knapp. Wir spielen einfach schnell in den Meereshöhlen. Wir spielen da einfach ein bisschen schneller. Gibt ja auch keinen Boss, um den wir uns kümmern müssen. 90% aller Räume erkunden, das heißt, wir müssen schon nach oben. Das ist echt kurz. Na dann, lass doch mal... halt. Hier, sie darf sich die Sachen gönnen. Ja, dann sind die Scheile mit dabei. Nice. Ich finde auch die Türen hier schnieke. Hey... ja, hier gibt es nichts, was uns Schmerzen verursachen würde. Ich gehe da jetzt einmal kurz so dran vorbei. Dann geht die Fackel nämlich auch ein bisschen weiter aus. Einfach nur, damit ich auf dem Rückweg dran vorbeikomme. Ah, jetzt haben wir hier auch eine Falle gekriegt.
Wow, jetzt schon Hunger. Moment, warum hast du zwei gegessen? Hey, wieso hast du zwei gefuttert? Normalerweise hätten hier zwei entfernt werden müssen. Einfach weil der Hund dann wahrscheinlich mit isst, aber so. Wow, da war einiges dabei. So, da machen wir das Licht wieder an, damit wir nicht so viel Stress kriegen beim Laufen. Ich glaube, das ist auch ein Effekt von wenig Licht. Komm, erkunden! Ja, nein, nein? Oh. Schade, das heißt, wir werden auf jeden Fall in Fallen touchen, wenn welche kommen. Hey, Ammo, scheiße. Das ist sehr ungünstig. Wow, 75% Abwehr haben die. Nicht schlecht. Ich kann schon sagen, Bluten ist eine gute Option. Geht halt nur auf die Hintersten. Das reicht, um ihn zu töten mit Blutung, oder? Yo. Nice. Ah, schön. Ja, den nach vorne ziehen bringt nichts. Stellen uns einfach mal so hin. Salzlauge. Also, wie bin ich da ausgewichen? Das sah nicht so gesund aus. Slowly, gently. This is how a life is taken. Okay. Das sieht jetzt nicht verkehrt aus. Warte mal. Die sind beide Scheusale. Was haben wir denn? Wir machen erst mit dem Platz. Oh, warte, wer der... Ja, okay. Okay, das war dumm. Aha, das war genau geplant. Oh, jeez. Oh, das sieht mir auch irgendwie nach Falle aus. Nee, passt. Nein, 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 nicht aufmachen. Nein! Dafür habe ich doch die Kräuter mit. Oh, ich hasse es, wenn das passiert. Da ist die ganze Taktik im Arsch. Etwas männlicher hier. Da ist die ganze Taktik im Arsch. Fuck. Ich brauche die Kadaver, um Essen zu holen. Komm, futter mal den Knochen. Alright. Wir weichen besser aus. Wir klagen an. Ja, gut. Das hat dann auch mal gar nicht so gut funktioniert. Wir schnibbeln das Ding weg. Keine Lust, dass der uns betäubt mit seinem Stromgedöns. Ja, aber das sieht doch ganz gut aus. Kein Angriff. Ist ins Ziel gekommen. Oh, der Halt ist da vorne, oder was? Ah, nee. Er stärkt ihn, aber der verreckt ja sowieso wegen Bluten. Das passt. Ja, schön. Schön, 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 schön. Das gefällt mir. Dann könnte ich...
Er kommt nicht da hinten hin. Wir nehmen nochmal die komplette Blutung mit. Schmerzhaft, ja. Ja, das geht. Das geht gut. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Eine verkrustete Truhe. A handsome reward. Ist die, krieg ich die Schaufel wieder zurück. Schön. Ich brauche den Kadaver. Ich habe keine Lust hier den Hungertod zu sterben. Oh, schön. Ja, hier wäre zwar ein Kampf mit Schatz. Ich will hier eigentlich... Nee, komm. Wir gehen in die Richtung. Oh, da ist so eine Koralle. Lass mich mal gucken. Was habe ich da arbeitslos gelesen? Das ist nicht so prickelnd mit 4 Geschwindigkeit in der ersten Runde. Ja, ich glaube, Fribourg könnten wir... Da sind viele Sachen dabei, die nicht so prickelnd sind. Okay, ich werde das wahrscheinlich mit ihm hier benutzen, wenn ich kann, ja. Labyrinthhasser ist entfernt worden. Na... Da hätte ich lieber dieses egomanische Zeug loswerden wollen. Keine Ahnung, was das gerade war. Also dieses... Warte, mein Handy hat gerade geleuchtet. Ist da der Ton noch an? Ja, auch. Ups. Das höre ich mit meinen Kopfhörern nicht. Ach, schön. Komm, wir futtern den Keks auch noch. Also, beziehungsweise wir geben es unserem Hund zu futtern. Immerhin 2 zum Blut gebracht. Hm. Krustenbratenwall. Hm. Bluten? Nein, nein. Inspiration. Haben wir Bandagen? Wir haben Bandagen. Und dann heil dich mal um 0. Jawoll. Das hat sich gelohnt. Oh, nochmal alle angeknabbert. Okay, du stirbst nächste Runde, wenn du nicht geheilt wirst. Oh, ich könnte mal für Licht sorgen. Komm, heil mehr als 0. Facepalm. Oh, jeez. Ich hätte vielleicht sagen sollen, heil deutlich mehr als 0. Oh, Mann. Das ist halt die Gefahr bei einem Okkultisten. Oder wie heißen die? Ja. Das mit der Heilung ist nicht unbedingt garantiert. Wie man gerade gesehen hat. 0, 1. Da hättest du mit einer Vestalin schon hier 6 auf jeden heilen können. Da wird schon mal für Ausbluten gesorgt. Ja, reicht noch nicht. Wir heilen hier mal doppelt so viel, als er in 2 Runden geheilt hat. Ach komm schon, 0-1-2? Ist das da ernst? Heilt er das nächste Mal 3 oder was? Höchstwahrscheinlich. Mich würde es nicht wundern. Das würde mich nicht wundern. Halt, erstmal hier ein bisschen Schaden wegnehmen. Ja, gut, weggekrittet. Hätte es lieber andersrum machen können. Ey. Geht's noch? Ja, gut, er überlebt das. Oh,
Come on. Schau mal, die halt 4. Wehe, du heilst jetzt 3. Aha, das würde ich aber auch mal meinen. Meine Phrasen. Jeez. These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. Ich habe keine Ahnung mehr, was das Ding macht. Oh, einfach nur Stress geheilt. Nice. So, dann gehen wir hier gleich mal hier zum Fallen entschärfen hin. Dann gehst du hoffentlich auf die Kiste, jawohl. Dann fehlt nur noch ein Raum. Oh. Okay, wir haben noch 2 Food. Nice. Okay. Dann hätten wir das. Außer natürlich, hier hinten kommt nochmal ein Kampf, weil der Raum nicht gescannt wurde. Nee, passt. Kann man hier den... hier noch an... Nein, der ist einfach nur Deko. Okay. Das mit der Hexe hat mich ein bisschen geärgert mit dem ganzen... Ups, das habe ich jetzt ein bisschen schnell übersprungen. Das mit der Hexe hat mich geärgert mit dem ganzen Stress. Das ist sehr schön, dass wir hier... Ja, das mit dem Schaden ist nicht so wichtig. Das ist schön, das könnte man dann vielleicht einloggen sogar. Ungünstig. Ich glaube, ich gehe mal in die Behandlung. Ich glaube, ich gehe mal in die Krankenbehandlung mit ihm. Mit mir. I fear his long-standing duties here have affected him. So. Du hast dann wirklich 2 gefressen. Ich nehme mal den hier raus. So, haben wir noch jemanden, der akut krank ist? Ja. Langeweile. Minus 25% Chance auf Tugend? Naja, es kostet nicht so viel, das wegzumachen. Dann. Wo würden wir denn gerne noch was einloggen? Plus 2 Geschwindigkeit ist nicht verkehrt. Das ist nicht unbedingt so wichtig. Was wird denn der Max? Da habe ich schon Menschen nach der Unbeugsamung. Komm, wir nehmen auch noch den Menschen schlechter. Dann ist er definitiv gegen die Menschen einsatzbereit. So, liebe Leute. Ich bereite für die nächste Folge was vor. Ich glaube, wir versuchen das hier nochmal. Schade, ich wollte eigentlich 3-4 Folgen am Stück... Es wären dann 4 Folgen am Stück gewesen, wenn das heute mit dem Boss geklappt hätte, wo wir einen Boss mit drin haben. Aber machen wir nächste Runde. Also macht's gut, bis dann und ciao.